Hallöchen und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren Part von Keep Talking and Nobody Explodes, die Staffel 2 nenne ich sie mal. Ich habe ja mit Freakzone die Staffel 1 angefangen und wir werden das auch noch zu Ende führen. Aber ich werde das jetzt mal mit mehreren Personen machen, habe ich beschlossen. Das ist ganz cool so, weil einfach jeder anders auf die Bombensituation reagiert und es könnte ja noch lustig sein. Ja, und deswegen habe ich mir heute den Leon geschnappt. Hi Leo. Hi. Alles klar bei dir? Ja, alles ja, super. Supi. Cool. Bisschen nervös. Ach komm. Keep talking, nobody explode. Ihr kennt das Spielprinzip, hoffe ich doch. Und wenn nicht, ich sitze in einem Raum mit einer Bombe und ja. Ich muss ihm sagen, was er machen soll. Genau, er muss mir sagen. Wir fangen natürlich von vorne an, weil das macht hier keinen Sinn. Er hat das Spiel so wirklich noch nie gespielt. Mit Freakzor habe ich bisher Hidden Message geschafft. Something Different haben wir auch noch nicht gepackt. Deswegen ja. Fangen wir bei The First Bomb an, oder? Genau. Und wir haben, bei mir haben wir es auch aufgenommen, andersrum. Da hat er mir gesagt, was ich tun soll. Genau. Und, oder fangen wir bei Something Old, Something New an, bei wirklich The Basics? Nee, fangen wir mit der ersten Bombe okay, an. Okay, fangen wir bei der ersten Bombe an. Ich hab's noch nie gemacht. Okay, alles klar. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und ich klicke jetzt auf die erste Bombe. Everybody has to start somewhere. Let's just hope it doesn't end here too. Make sure your expert have the manuals and ready to help. Bist du ready to help? Ja. 5 Minuten, 3 Module, 3 Strikes. Wir starten, liebe Freunde. Oh, Loading. Okay. Oh, Mann, ey. Okay. Wir fangen ganz einfach an. Ich sehe 3 Kabel. 3 Kabel? Ja. Okay. 2 sind rot, 1 ist blau. Also rote sind da. Ja. Ist das letzte Kabel weiß? Nein. Ist da mehr als ein blaues Kabel? Nein. Dann das letzte. Sicher? Ja. War richtig. So, jetzt kommt, ich habe einen blauen Button, wo ja. Press draufsteht. Du Scheiße, ja, das habe ich hier stehen, Moment. Das dauert. Mach mal hin, wir haben nur noch 10 Sekunden. Nochmal, was hat der Button? Was draufsteht oder welche Farbe? Beides. Press steht drauf und blau ist er. Ist da mehr als eine Batterie? Warte. Nö, sieht nicht so aus. Okay. Und was steht drauf? Press. Press. Der ist blau. Ja. Und Batterien sind keine drauf, oder? Also doch eine. Eine Batterie. Ja. Button ist yellow, Button ist red. If none of the above apply. Okay, halt mal gedrückt. Ja. Was leuchtet? Gelb. Wenn 4 irgendwo ist. War falsch. Scheiße. Hey, nochmal. Blau ist er. Ja. Aber hier, guck mal, hier steht, er ist blau und wenn er Abort drauf steht, aber da steht nicht Abort drauf. Nö. Ja, also dann muss doch. Hier gibt's nur einmal blau. Mehr als eine Batterie und sagt Detonate tut er nicht. Ah. Warte. Nee, wenn der Button weiß ist, ist er aber auch nicht. Nein. Hä? Da gibt doch keinen Sinn. Ja, das habe ich mir vorher gedacht. Mehr als 2 Batterien stimmt nicht. Ey, keine Ahnung. Drück nochmal drauf, halt gedrückt. Sicher? Nö. Nö. Draufdrücken und gedrückt halten. Ja, mach mal. Gelb. Gelb. 5. Irgendwo eine 5 steht. Hä, ja. Vorher war es gelb und du hast gesagt, das ist 4. Nee, vorher war es blau, hast du gesagt.
Nein, das war vorher auch gelb. Scheiße, dann du hörst fünf. Mir nicht mal zu, Alter. Ja, 5 ist richtig. Ja, sag ich doch. Also. Also, jetzt habe ich die 4 mit den komischen Symbolen drauf. Die 4 Teile. Okay. Okay, ich habe einen Alien 3. Eine Alien 3, ja. Ein Smiley mit einer Zunge rausstreckt. Ja. Ein P, das umgedreht und schwarz ist. Mit so einem Ding dran noch. Mit so einer Klammer dran. Nein. Nur ein P, das umgedreht ist und schwarz innen. P, das umgedreht ist und schwarz innen. Hä? Ein großes P. Ich habe ja kein großes P mit schwarz innen. Und so ein Kerzenständer. Warte, ein Kerzenständer, ein Smiley. Smiley und das Alien 3. Dann drück mal einen Kerzenständer. Richtig. Smiley. Ja. Das P. Ja. Und das Alien 3. Richtig. Ja, das ist dann, aber bei mir ist es ein umgedrehtes P mit so, einem, mit so einer Klammer noch am Fuß dran. Nee, hat keinen. In schwarz. Nee, hat keine Klammer dran. Ja, okay. Ist nicht schlimm. Haben wir geschafft. 90 ja, Sekunden wären uns, glaube ich, noch geblieben. 90 Sekunden und 22 Sekunden. Ja, Millisekunden. Easy, Alter. So. Nächstes. Ja, nächstes. Something old, something new. Aus der Haus. 5 Minuten, 3 Module, 3 Strikes. Wir starten. Loading. So, es ist 15.15 Uhr und ich sehe 3 Kabel. 3 Kabel? Ja. Sind da rote Kabel? Ja, 1. Ist das letzte weiß? Nein. Ist da mehr als ein Kabel? Wie mehr als ein Kabel? Ja, 3. Mehr als ein blaues Kabel? Nein, ein blaues nur. Okay, dann das letzte. Gut. Ist richtig. Die 4 Ziffern, also die 4 Zeichen, wo man richtige Reihenfolge drücken muss. Ja. Der ist so ein Harry Potter Blitz. Ein Harry Potter Blitz? Ja. Ein Harry Potter Blitz? Ja, so wie der auf der Stirn hat. Hat so ähnlich zumindest. Ja, fängt das ein bisschen an wie eine 3 und ist dann so ein Blitz da. Ja, genau, das fängt an, das sieht aus wie eine 2 und nochmal so ein Strich drunter. Ja, genau. Ja, okay. Dann so ein, das sieht aus wie ein dreibeiniges Alien, wo sich an die Wand abstützt mit einer Hand. Alles klar, okay. Hast du? Also das X mit dem Strich war es bei uns, glaube ich. Nein. Nee, ach, das, ja. Ja? Okay, gut. Dann Kreis mit einem Strich drunter. Warte. Kreis, nee. Das sieht aus wie ein O mit einem Strich drunter. Sieht aus wie ein Kopf, wie ein Strichmännchen Kopf. Hand abstützt. Hä? Warte. Ich hab diese 3 mit dem Blitz nur einmal und da ist kein Alien, das sich an der Wand abstützt. Das muss aber sein, dann ist das. Okay, pass auf anders. Alien, wo sich an der Wand abstützt, ja? Das habe ich, ja. Gut, dann O mit einem Strich drunter oder 0. Ja, habe ich auch. Gut, dann das. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das ein griechisches Zeichen ist. Könnte Alpha sein. Das ist so ein A mit einem gebogenen Strich drüber und so einem Strich durch. Ja, habe ich auch. Und jetzt noch der Harry Potter Blitz. Ach, ist da. Ach so, ja, okay. Ja. Dann das O. Ja. Dann das griechische Zeichen. Ja. Der Blitz. Ja. Und das Alien. Okay, perfekt. So. Das hast du gemeint, ich habe was anderes gemeint. Aber das sieht aus wie Harry Potter Blitz, oder? Ja. Ja, okay, gut. Also, jetzt haben wir die vier Teile, die ich drücken könnte, und drüber eine Zahl. Ein Display mit der Zahl drin. Okay, warte, ich muss es suchen. Ah, da. Ja, okay. So, 3 steht drauf. In der dritten Position. Okay. Schreibst du dir das auf oder merkst du es dir? Nö, ich hab gar keinen Zettel hier. Okay. Dritte, 3 steht drauf. Erste Position. Drei steht drauf. Dritte Position. Eins steht drauf.
Selbe Position wie in Stage 1. Was war's da? Ich glaube, dritte. Ich glaube, dritte Position. Ja, war richtig. Okay. Und 3. Jetzt sind wir beim letzten, ne? Ja. Dann das gleiche Label wie in Stage 4. Oh, gerade eben. Oh, das ist die einzige Zahl, die ich mir nicht gemerkt habe. Ich habe ja alle gemerkt, bis auf die gerade eben. Ah, komm schon, Alter. Shit. Was war das? Ich drücke jetzt irgendwas, okay? Ja, wo du ein gutes Gefühl hast. Ich habe keine Ahnung. Oh, shit. War falsch. Okay, es steht nochmal ein Dreier drauf. Wir haben noch Zeit ein bisschen. Drei. Ein Dreier. Dritte Position. Okay. Es steht ein Vierer drauf. Selbe Position wie gerade eben. Dritte Position. Es steht ein Dreier drauf. Dritte Position. Drei. Selbe Position wie in zwei. Also dritte Position. Vier. Selbes Label wie in Stage 3. Ja, okay, ich hab's. Okay. Gut. Fertig, oder? Ja, fertig. Ah, okay, gut. 4 Sekunden. Nee, ey. Ich hab mir die Zahl nicht gemerkt, Alter. Also schon die Zahl, aber die letzte nicht, wo wir gebraucht haben. Das ist scheiße. Ja, 4 Sekunden und 49 Millisekunden hätten wir noch gehabt. Hm. Huch, ja. Sauber. Oh Gott, so. das ist Mauserzeug, da hab ich gar keinen Bock drauf. Double Your Money kommt jetzt, ne? Double Your Money, ja. The task is clear, but the timer doesn't care about your workload. 5 Minuten, 6 Module, 3 Strikes. Ach der, scheiße. Los geht's. Mhm. Okay, ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kabel. 6 Kabel? Ja. Sind da gelbe Kabel? Nein. Ist das letzte Zeichen von der Seriennummer, heißt Ott gerade? Ott heißt, glaube ich, ungerade, oder? Ich guck mal kurz. Beeil dich aber. Ott ist ungerade, glaube ich. Ungerade, ja. Gut. Nee, ist gerade. Ist gerade, okay. Mhm. Ist da ein gelbes Kabel? Nein, kein gelbes Kabel. Kein einziges. Sind da keine roten Kabel? Doch, 2. Und dann das vierte. 1, 2, 3, 4. Richtig, genau. Okay, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsspiel. Obwohl, nee, kommen wir noch nicht. Kommen wir erstmal zu den nochmal Kabel. Nochmal 6 Kabel. Nochmal 6 Kabel, yep. Okay. Ist da ein gelbes Kabel? Ja, 1. Ist da nur ein Kabel? Ja, ein gelbes, ja. Und dann ist da mehr als ein weißes? Nein, ein weißes. Nur ein weißes? Ja. Sind da rote Kabel? Nein, kein rotes. Dann das vierte auch. Ah, nee, warte. Hat nicht gemacht? Nein. Kein rotes? Nein, kein dann rotes. Dann das letzte. Richtig. Ah. Okay, die vier Ziffern wieder. Die Button? Ja. Okay. Okay, ein Smiley mit der Zunge. Ja. Ein X mit einem Strich durch. Ja. Der Sechser, wo oben ein bisschen, ja, so geschwungen ist, und das P, wo umgedreht ist. Und, ach, das P meinst du? Achso. Ja, das ist also ein kleines Q. Quasi. Ja, das sieht eher aus wie ein umgedrehtes P. Ich dachte, umgedrehtes P, ist egal, jetzt ist doch jetzt, das ist jetzt wurscht. Ist doch jetzt scheißegal. Nein, nein, das ist spiegelverkehrt, das meinte ich. 6. Okay, ja. P. Ja. Dann das X und dann der Smiley. Gut. Dasselbe Prinzip nochmal. Okay. X mit einem Strich durch. Ja. Das Alpha, was wir vorher gesagt haben. Das A und dann mit so einem gebogenen Strich und dem Strich, ja, durch. Ja. Okay, ein W mit einem Komma und so einem, ja, Strich drüber und einem Copyright C. Dann das Copyright. Ja. Das W. Ja.
Das X. Mhm. Das Alpha. Gut, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsspiel. Hä? Ich habe einen weißen Button, wo Press draufsteht. Oh, leck mich doch. Scheißdreck. Weißer Button, auf dem Press steht. Ja. Ist er blau? Nein. Mehr als eine Batterie? Ja, Detonate? Nee, egal. Steht da K drauf? Also auf einem Indikator? Nein. Nein. Sind da mehr als zwei Batterien? Nein, eine Batterie. Der ist nicht gelb. Er ist nicht rot. Nö. Welche Farbe hat er? Weiß. Weiß. Ja, er ist weiß. Okay, dann halt mal gedrückt. Ja. Weiß. Bei einer 1. Okay, ich muss kurz warten. Richtig, so. Letztes Modul, okay? Ja. Aber jetzt ändern wir das Spiel, weil ich glaube, du hast keinen Bock mehr drauf. Oder? Ja. Also wir machen jetzt das andere. Es ist jetzt, ja, ein gelber Button, wo Detonate draufsteht. Ich wollte dich eigentlich verarschen, aber egal. Dafür haben wir jetzt leider keine Zeit, dass ich dich verarsche. Detonate steht drauf? Ja, der ist aber gelb. Ist da mehr als eine Batterie? Immer noch eine. Immer noch eine? Da steht Detonate drauf. Ja. Dann drück kurz drauf. Und dann gleich loslassen. Falsch. Was? No, was? Der ist gelb. Ja. Steht Detonate drauf. Ja. Und es ist nur. Ach nee, ist, na fuck. Ist gelb. Digga, so langsam haben wir keine Zeit mehr. Der ist gelb und. Ja. 30 Sekunden. Dann hat es mal gedrückt. Blau. 4. Richtig. Gut. Ja. Okay. Ich würde sagen, easy, Alter. Richtig easy. Ja, easy. So. Diffused. Time remain 24 Sekunden. Double your money war das. Gehen wir direkt zur nächsten Bombe über. Ja, Logo. One step up. For those who want, who have made it this far, you want something tougher, but not too tough. Vier Module, 5 Minuten, 3 Strikes. Go for it. Mhm. Und ab die Post. Ich sehe Kabel. Mhm. 3 Stück an der Zahl. Sind da rote Kabel? 1. Ist das letzte weiß? Nein. Ist da mehr als ein blaues? Nein, ein blaues. Dann das letzte. Richtig. So, ich habe das mit dem Display und den 4 Zahlen drunter. Das Display mit den Zahlen. Mhm. Ach, warte. Ja. Okay, es steht eine 3 drauf. Dann in der dritten Position. Es steht eine 1 drauf. Da, wo 4 drauf steht. 1. Selbes Label wie in 2. Also 4. Mhm. 3. Selbe Position wie in Stage 2. 4. Okay. Und 3. Gleiches Label wie in 4. Shit. Shit, hast, was war das? Ich glaube, du hast gerade 4 gesagt. Ja, aber das war, weil ich die vierte Position gemeint habe. Okay, es war ein 1er. Ich hab's noch in Erinnerung gehabt. So ungefähr. Alter, gut. War das knapp. Gut. Die 4 Symbole, wo man in der richtigen Reihenfolge drücken muss. Ja. C mit einem Punkt drin. Ja. Ein Kreis und ein Strich drunter. Ja. Ein umgedrehtes E mit 2 Pünktchen. Ja. Und so ein H, so ein Schreibschrift-H. Ja, dann das E. Ja. Der Kreis mit dem Strich. Ja. Das C. Ja. Das H. Okay. Neues Spiel haben wir jetzt hier. Das ist das Labyrinth. Okay. Die zwei grünen... Warte. Ich muss es erst suchen. Ich weiß nicht, wo hier ist das. Okay. Okay. Die zwei grünen Punkte sind der erste Punkt, also der erste Kreis, grüne Kreis, ja. Ist rechts oben einmal nach links. Rechts oben, ja. Und der zweite grüne Kreis ist von links unten zweimal nach rechts und einmal nach oben. Ja, okay. Ich bin
von der links oben aus gesehen, einmal nach unten. Ja. Und das Ziel ist rechts oben aus gesehen, einmal nach unten. Rechts oben, einmal nach unten. Okay, dann zweimal runter. Mhm. Rechts. Ja. Runter. Ja. Links. Ja. Runter. Ja. Rechts, rechts, rechts. Ja. Hoch, 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 hoch. Ja. Rechts. Ja. Hoch. Ja. Rechts. Ja. Und runter. Richtig. Gut. Fertig. Ja, vier Module. Ah, das ging ja schnell. Okay. Ja, 2 Minuten haben wir dafür gebraucht. Gut. Time remains 2 Minuten und 12 Sekunden. Best time. Mhm. Geil. So, und damit würde ich auch den ersten Part beenden. Sag danke, dass ihr dabei wart. Danke, Leo, dass du mir meinen Arsch gerettet hast. Ja, gerne. Ich wünsche euch was. Also, wie gesagt, wenn du mal eine Bombe entschärfen musst, dann rufst du bei mir an. Ja? Natürlich und nicht. Und nicht andersrum. Ja, ja, genau. Außer wenn ein Button drauf ist, dann rate ich lieber. Leute, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.